Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Song-Tutorial. Heute geht es um den Song The Green Manalishi von Peter Green, Fleetwood Mac, veröffentlicht Anfang 1970, und zwar genau zu sagen im Mai 1970, erreichte der Song Platz 10 der britischen Charts. Es ist ein progressiver, bluesiger Rocksong mit extrem coolen Riffs, die einfach klingen, aber es dann doch in sich haben einige sehr schöne Licks zwischendrin und Riffs, die wir uns alle anschauen. Es gibt auch eine fantastische Coverversion der Band Judas Priest. Da werde ich auch mal kurz reinschauen, aber die Originalversion ist eigentlich die komplexere und ein bisschen interessantere, auch für mich jetzt vom Klang her. Und dem möchte ich heute Ehre zollen. Wir gehen gleich rein. Also die Geschichte zu dem Song, da gibt es etliche Stories, die ihr nachlesen könnt. Ich werde den Artikel zum Lied von Wikipedia hier unten in der Beschreibung verlinken, sodass ihr das nachlesen könnt, um was es hier genau ging. Er sagt, es ging irgendwo auch um das Geld. Die Dollarnote, die hat ja grüne Schrift und so weiter, und er hatte massive Probleme dann Ende der 60er, Anfang der 70er, um mit dem Geld umzugehen. Er wollte das alles weghaben und es hat ihn mehr belastet, wie das es ihm gut getan hat, auch wegen dieser Zeit, in der dann natürlich auch vieles, vieles, vieles eingeworfen wurde und ausprobiert wurde. Aber es hat einen sehr, sehr intensiven Klang. Erinnert mich ein bisschen von der Intensität hier auch an Kaschmir zum Beispiel von Led Zeppelin. Aber gehen wir doch mal rein, und ihr müsst eins verstehen, idealerweise wäre es natürlich, wenn ich jetzt das Video einfach auch einblenden könnte und alles analysieren könnte, aber hier bei uns in Deutschland auch jetzt mit dem neuen Urheberrecht ist es sehr, sehr kritisch. Länger wie 20 Sekunden ist fast nicht mehr möglich. Dann werden die eigenen Videos geblockt. Das wäre natürlich noch eine intensive Analyse. Aber ich gehe mit euch, mit dir jetzt durch das Guitar Profile. Und dann schauen wir uns einfach hier alles mal an. Ich habe die wichtigsten Akkorde hier schon mal auch gekennzeichnet, dass du die auch oben sehen kannst. Und wenn ich jetzt in das File reingehe, das ist wirklich ein sehr gutes Guitar Profile. Ich bin wirklich froh, dass ich das habe. Hier sind alle Parts unten dabei. Also Gitarre, die Akkorde, die Strings, der Bass. Das Schlagzeug ist sehr, sehr schön gespielt. Und alles beginnt mit diesem sehr, sehr coolen Riff. Ich spiele jetzt mal in den Song rein, dieses Intro mit den Akkorden und dem ersten Riff. Und dann erkläre ich euch die einzelnen Parts. Viel, viel Spaß. Ich glaube, ich gehe mal in diese Szene hier, sodass ihr dann hier das File komplett sehen könnt. Und hier geht's mal los. Ich spiele jetzt mal rein. Okay? Dann gleich durch diese ersten Parts, bevor wir dann in die ersten Riffs einsteigen, damit das Ganze nicht zu viel wird, und schauen uns dann gleich hier mal das Intro an. Wir haben da so einen E-Moll-Akkord offen gespielt. Siebter Bund A-Seite, fünfter Bund D-Seite und alle Seiten leer. Der klingt, man zählt 1, 2, 3, 4. Und dann spielt man die dicke E-Seite und das E hier auf der A-Seite abgedämpft. Einmal den Akkord. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die ersten beiden Takte. Und dann haben wir hier dann
ein E-Moll 9 offen gespielt. Sehr schön. Durchziehen. Bis 4 zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt ein Cis-Moll Open mit E-Bass. Sehr schön klingend wieder. Den Akkord spielen. Bis 4 zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das ist hier. Ich muss das ein bisschen hochziehen, dass du es besser sehen kannst. Ich gehe jetzt durch die einzelnen Takte. Okay? Also, wiederhole. Ich mache hier einen Loop rein und lasse das Ganze hier mal laufen. Also 5, 7. So, das ist der erste Takt. So, ja, nochmal hoch. Es springt hier immer so ein bisschen das Pfeil, wenn ich das so groß reinzoome. Ich muss also hier immer dann gucken, dass das auch passt, dass ihr das auch im Bilde habt. Ne? Also langsam nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich dämpfe hier kurz. Ja, dreh mal die Kamera noch ein bisschen, so dass ihr das sehen könnt. Ich dämpfe hier kurz vor der Brücke mit der Handkante ab. Vom Sound her spiele ich einen Marshall-Verstärker und in der Variax verwende ich die Les Paul. Die gibt mir da ein bisschen mehr. Peter Green hat auch eine Les Paul verwendet im Original. Und der nächste Akkord ist E-Moll 9. Das markieren wir hier, von hier bis hier. So, ist auch ganz leicht. 5, 4. Alle Saiten durchziehen. Bis 4 zählen. Und das spielen wir jetzt einfach mal. Also, einfache Geschichte, wenn man das mit dem Pfeil trainieren möchte. Dann das Cis-Moll, das ist 4, 6, 6, 5. Das wäre der Cis-Moll-Barré-Akkord. Hier ist Cis im vierten Bund, das ist ein verschobenes A-Moll. Ja? Offen gespielt bedeutet kein Barré, sondern nur den Zeigefinger hier im vierten Bund. Alle Saiten mit Gefühl, also nicht reinhauen. Und dann die 0, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war Cis-Moll. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So könnte man das zählen. Ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unser nächster Akkord ist E-Moll. Er beginnt hier und endet hier im nächsten Takt. Takt 9 und Takt 10. Und das ist hier ein Barré. Man kann es auch offen spielen. Klingt auch schön. Ja. Auch gleiche Zählweise. 1, 2, 3, 4. Und dann die dicke E-Seite. Und das E hier im siebten Bund. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, diese vier Akkorde bilden das Intro. Ich spiele es jetzt noch einmal bis in Takt 10. So dass ihr das genau hören und sehen könnt. Los geht's. 1, 3 und. Und dann geht es auch schon weiter mit diesen Palm Mutes, wie man das so schön nennt. Also PM, PM bedeutet Palm Mute. Also die Handkante meiner rechten Hand. Wenn ich es offen spielen würde, würde es so klingen. Wir wollen diesen abgedämpften Sound. Zeigefinger im siebten Bund. Das ist natürlich ein E-Moll.
ganze Lied ist in E-Moll. Alle Solos, alle Parts sind in E-Moll. Also für uns als Gitarristen eine sehr, sehr dankbare Tonart, wie ich finde. Also wir sind jetzt in Takt 11. Wir haben hier einen Auftakt mit zwei Takten. Einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann geht es schon los mit der Strophe. So, in der Strophe haben wir vier Takte. Wenn ich es mit normalen Akkorden spielen würde, dann würde das Ganze so klingen. Also wir haben hier das E-Moll, ein G und ein A. Now when the day goes to sleep and the full moon looks. So, live kann man das wunderbar mit zwei Gitarren spielen, aber den Part auf der Originalaufnahme, der klingt dann so. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist hier ganz einfach, wir spielen hier ein E, einen vollen E-Power-Chord. 7, 9, 9. Dann ein G im 10. Bund als Power Chord. Und ein A im 12. Bund. Okay, jetzt gehen wir da mal rein. Ich schalte noch einen Klick dazu, dass man das besser hören kann. Nochmal. Also man hört schon genau den Groove. Einfach hier nochmal in die zwei Takte reinhören. Also 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten vier kann man auch ohne den vollen Akkord zu greifen, sondern einfach nur den Zeigefinger im 7. Bund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die letzten drei Schläge sind der volle Akkord. Hier in Takt 14. Ne? Wir sind jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann nochmal zweimal den Akkord schlagen. Dann 10, 12, also G, A. Dann zurück aufs G, kurz klingen lassen. Und die letzten Male 12, 10, 7 kurz spielen. Ja? Kurz heißt spielen und stoppen. Diese Passage ist im Grunde genommen immer die Strophe. Das wiederholt sich. Ich spiele jetzt, gehe jetzt hier mal in den Vers rein und spiele bis zum Ende des ersten Verses, sodass ihr genau hören könnt, wie es das dann klingt. Haben wir diesen schönen Lick am Ende. Ja, das springt hier immer leider nicht so, wie ich mir es immer vorstelle, wenn es automatisiert abläuft. Aber ich blende es ja hier gut genug ein, sodass du das genau sehen kannst. Ne? Also das Motiv wird nochmal gespielt in der Strophe, genau wie eben gezeigt. Dann haben wir hier nochmal den G-Power-Chord im 10. Bund. Vier Schläge, also einen ganzen Takt. Also zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann. Und dann 2 auf der D-Seite. 2 auf der A-Seite. Einmal die leere A-Seite. 0, 2, 3. Leere A-Seite. 2, 1, 3. Man kann es auch ein bisschen druckvoller spielen, auf diese Art.
wäre dann hier das E. 5, 7, 3, 5, 2, 1, 3. Das wäre so ein bisschen mehr Richtung Judas Priest, ein bisschen rockiger, aber diese Lick, da müssen wir auswendig lernen. Der signalisiert das Ende der Strophe. Dann kommt der erste richtig coole Riff. Hier springt es zwischen Power Chords, E Major 7, Sus 2, E Moll ohne die Quinte, E7, Sus 2. Die Akkorde schauen wir uns jetzt an. Sie sind alle sehr einfach. Also wir haben hier wieder unseren Akkord des Anfangs. Jetzt hören wir erstmal in den Riff rein und dann üben wir den. Okay, stopp. Was haben wir? Wir haben die 075 einmal kurz durchgespielt, dann schiebst du genau diesen Griff hier um ein Bund nach links. Also spielst 064. Das klingt, das erzeugt so diesen leicht düsteren Sound, ähnlich wie bei Kashmir, ne? Ihr kennt den Sound, ja? Ich spiele das jetzt nicht an, schon habe ich doppelt Copyright Strike hier auf dem Video. Also du hast 5, 7, 6, 4 und wieder zurück. Das sind die ersten drei Schläge. Dann viermal PM, Palm Muted, die leere E-Seite und das E hier im siebten Bund. 1, 2, 3, 4. Der Akkord klingt dann in den nächsten Takt rein. Dann wieder. Und dann diese Form des Akkordes hier, das ist ein E7. Sus 2, sehr, sehr cool klingen. Sehr, sehr cool. Ne? 5, 4, 7. Einen Schlag klingen lassen und dann zweimal nochmal Palm Mute. Wie klingt das Ganze? Ja, und das muss man, so etwas, das ist der Kniff bei diesen Riffs, ist, du musst es sehr oft wiederholen. Am Anfang dauert es, bis das Gefühl sich einstellt für den Groove des Riffs. Also nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn das nicht funktioniert. Es ist dann ein gutes Zeichen für die Qualität eines Riffs, ne? dass er doch ein bisschen eine Qualität hat. Und daher kommt noch einer, der ist wow, der ist wirklich wow, die letzten eineinhalb Minuten des Liedes. Es ist eine einzige geile Folge. Das Gute ist, die Griffe sind nicht schwer. Also du kannst dir ja Zeit lassen, das Tempo reduzieren. Wichtig ist aber im Originaltempo immer reinzuhören, um das Feeling zu bekommen. Mal nur die Gitarre. Was hier schwierig ist, ist, dass du hier diese Zwischenschläge hast. Ne? Da, 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 bam, ba, klingen lassen, ba, 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 ba. Okay, also hier dann mit dem Guitar-Profile zusammen trainieren
und das Ganze sich einprägen, das ist ganz entscheidend, damit man das dann auch live schön spielen kann. Okay? Und hier kann man dann natürlich dann im ETA-Profile das Tempo halbieren und es ganz geduldig üben. So, jetzt kommt dieser Riff hier zweimal und dann geht es schon mit der nächsten Strophe weiter. Ja? Nächste Strophe ist dann Can't believe that you need my love. Also das E, ich spiele jetzt hier einfach mal mit dem E-Moll und greift dann so typisch ACDC-mäßig. Klingt auch fast wie ein ACDC-Riff dann. Ne? I can't believe that you need my love so bad. Macht hier Spaß. Come sneaking around, try to drive me mad. Questioning all my dreams, making me think things I don't wanna see. Und dann kommt immer dieser Riff, den wir gerade uns angeschaut haben. Okay? So, jetzt kommt die nächste Strophe. Ja? Also ich spiele jetzt mal den Part mit dem Riff und gehe dann direkt in die Strophe rein. Machen wir es mit dieser Ansicht hier. So, ich blende jetzt unten das aus. Also ich lasse den ganzen Track laufen. Geh hier rein und das ist die zweite Strophe jetzt, genau wie die erste. So, jetzt haben wir zwei Strophen durch, kommen in Takt 41 an. Und hier kommt dann der, es kann man einfach so sagen, der einer der geilsten, mega geilsten Blues-Rock-Riffs überhaupt. Und der hat einiges in sich. Ja, mit dem musst du einige Zeit verbringen. Okay? Hören wir uns erstmal an. Ohne die Begleitung, ja, also nur die Gitarre, einfach mal nur reinhören, wie das klingt. Okay? So, wenn du dir das jetzt hier anhörst, ne, dann musst du eins verstehen. Hier spielt Peter Green offen. Hier sind keine Palm-Mutes. Später im Lied kommen dann die Palm-Mutes hinzu. Also die Palm-Mutes, die machen das Ganze. Die machen das Ganze cooler. Dieses Bum, Bum, dieses Pumpende, was man dann da hört. Na, dieses Bum, Bum. Ist der geil, der Riff. Und deswegen, ich zeige euch jetzt genau, was hier gespielt wird und werde dann später im Lied, am Ende des Liedes wird der Riff 8-mal wiederholt mit Palm-Mutes und dann werden wir ihn dort nochmal richtig üben. Okay? Also, es lohnt sich, bleibt dran. Sowas, wenn man es richtig machen will, so ein Tutorial, um es wirklich beibringen will, dann geht das natürlich nicht in 10 Minuten oder in 5 Minuten. Also hab Geduld, bleib dabei. So, also wir haben jetzt nichts groß Neues, außer dass die Gitarre immer tiefer geht. Also wir haben den gleichen Akkord nach links schieben. Und jetzt hören wir uns nur den Takt an. Da 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 bam 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 bam.
wird es jetzt interessant. Jetzt musst du mal darauf achten, was hier in dem Abgang stattfindet. Und ab hier, ab diesen drei Schlägen, bam, 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 bam. Das ist eine ganz klare Abfolge. Im nächsten Takt haben wir 0, 3, 3, 0, 2, 2, 0. Hör genau hin, also vom Rhythmus. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0. Und so musst du das üben. Ich spiele jetzt einfach alle Nullen hier, inklusive diesen beiden hier, 0, 7, spiele ich abgedämpft, damit ich diesen Kontrast erzeuge. Ne? So, die ersten beiden Takte klingen dann so. Da 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 dum dum da 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 da. Dann die nächsten beiden, ich spiele sie jetzt am Stück, dass du das genau hören kannst. Hast du die meiste Arbeit? Also ich halte mich jetzt nicht länger hier auf, weil es spät im Lied sich noch wiederholt. Damit, mit dem Riff, hast du richtig Arbeit, den ins Gefühl zu bekommen. So, jetzt kommt ein Solo-Part mit E-Gitarre. Clean, relativ clean, aber ich bleibe auf dem Sound, weil es mir so ein bisschen besser gefällt. Und ich spiele jetzt euch den Part mal hier vor. Sorry, ich gehe in die andere Aufnahme, weil hier springt das immer so, dann könnt ihr nicht sehen, was hier los ist. Ne? Okay, so dieser Part hier sieht schwerer aus, wie er tatsächlich ist. Ja. Wenn du das langsam übst, hier hast du ein Triplet auf dem E, auf der D-Seite, zweiter Bund. So, ich mache das so, dass ich den Finger einfach, dass ich den Finger kippe, aber du kannst auch einen zweiten Finger hier nehmen. So, also der erste Takt dieses Solos. Sollte kein Problem sein. Dann wiederholt sich das mit einem Abgang. So, hier hast du dann nochmal das Motiv. Und dann Pull-Offs 1-0, 2-0 auf der G-Seite und 4-2-0 auf der D-Seite. Wegziehen, 2-0. Dann wiederholt sich das Motiv in den nächsten beiden Takten plus einem sehr schönen Lauf nach oben. Und dann hier auf der A-Seite, das sind jetzt Hammer-Ons, dieses H hier oben sind Hammer-Ons. 3, 5, 2, 4. Ja, also 3, 5 auf der A-Seite, 3 anspielen, draufhämmern,
2 auf der D-Seite. Sowas übt man immer so. Immer in kleine Fragmente aufbrechen. 3, 4, 2, 4 und dann. Und dann auf der G-Seite, die leere G-Seite, spielen Hammer-on auf die 2. Die 4 spielen Hammer-on auf die 5. Und dann den kleinen weg. Und dann hier auf dem vierten Bund bleiben. Die leere E-Seite anspielen. Und dann kommt ein Doppelflageolet im 12. Bund. Okay, so. Dann geht es weiter mit einer Strophe, mit der dritten Strophe. Pursue the green vanilla with a true brown crown. The tide's up, all you're bringing is down. Just take my love and slip it away. Ob ich das jetzt korrekt gesungen habe, ich habe es jetzt nicht so im Ohr, ihr müsst mir noch ein paar Mal anhören, aber nur, dass ihr so ein Gefühl bekommt, hier in der Strophe sind nur 3 Akkorde, das ist ein E-Moll, ein G und ein A oder hier oben. Eben mit den Power Chords. So, das war dann auch die letzte Strophe, hier könnt ihr genau sehen, ich gehe jetzt nochmal durch. Und dann am Ende der Strophe haben wir dann die leere E-Seite. Und dann kommt dieser Abgang, bevor es zum Finale hingeht. Den spiele ich euch jetzt mal vor. Das klingt also, man kann es auch ein bisschen abdämpfen. Also 5-4 auf der D-Seite. 2-5 auf der A-Seite. 2-2-3-5. Takt 1. Der nächste Takt. Eine sehr coole Melodie. Spielen wir es mal. Und dann, ihr ahnt es schon, kommt das Finale. Und zum Finale wird dieser Riff, der immer tiefer geht, den wir vorhin uns angeschaut haben, hier mit Palm-Mutes gespielt. Also ihr seht schon, hier Palm-Mutes. Und immer die leere E-Seite ist ein PM, die wird abgedämpft. Und zwischen dieses Springen zwischen abgedämpft und offen, das klingt so cool, dieses... Das ist einfach ein cooler Sound. Das wird jetzt am Ende 8-mal gespielt mit einer Steigerung am Ende vom Schlagzeug. Und jetzt schauen wir da noch mal rein, wie das klingt. Und ich werde das jetzt mal spielen. Schon, es erzeugt einen ganz bestimmten Groove, ein ganz bestimmter Rhythmus, der ja sehr, sehr cool ist. Und jetzt mit der Gesamtbegleitung. Und das wiederholt sich jetzt 8-mal. Ja. Und das war schon alles, was wir hier an dem Song spielen können. Natürlich, wenn du jetzt 2 Gitarren in der Band hast, dann kannst du am Ende, wenn die eine Gitarre den Riff spielt, die Band begleitet das, dann kann man hier noch ein schönes Gitarrensolo dabei, aber das Solo ist improvisiert in E-Moll. Und da kannst du auch einfach mal was Eigenes spielen. Wichtig war mir jetzt, den Song von der Gitarre her und von den ganzen Parts dir mal zu zeigen, sodass du auf den Geschmack kommst und richtig Lust hast, das Ganze zu spielen. Okay, jetzt lasse ich den ganzen Song einmal durchlaufen, von Anfang an mit dem Pfeil und spiele das alles mit.
und dann kannst du das nochmal genau verfolgen, was hier passiert. Mit der Gesamtbegleitung, und das blenden wir jetzt hier aus. Und dann kannst du nochmal genau sehen, was ich hier spiele. Und dann gebe ich noch ein paar Tipps. Ja? Und dann schauen wir noch kurz in das Judas Priest File rein. Aber nur kurz, okay? Just for fun. Let's do it!
ist gesprungen. Ich habe natürlich die Tabulatur gelesen und wenn das dann springt, dann ist es mir fast aus dem Bild rausgesprungen hier gegen Ende. Ich mache noch mal den finalen Takt, weil es so geil ist. Ab hier gehen wir noch mal rein und Loop raus, hier noch mal rein. Und dann am Ende kannst du noch ein E-Moll raushauen. Das sollte es gewesen sein. Ich habe den Song jetzt hier in den fast zu 90% immer von der Tabulatur abgelesen. Ich müsste ihn selbst noch viel, viel öfters spielen, dass ich ihn auswendig im Kopf habe. Okay? Also, das war The Green Man and Ishii, Peter Green Version Fleetwood Mac. Originalaufnahme. In den Live-Versionen haben sie das Finale dann teilweise 5 Minuten, 6 Minuten lang gezogen, haben dann drauf improvisiert. Improvisieren kannst du in der E-Moll-Tonleiter. Alle Licks. Alle in E-Moll. Longscale-Tonleiter. Also wenn du mehr zu der Tonleiter wissen willst, dann gib, wenn du das Video durch hast, hier in meinem Kanal ein E-Moll Longscale-Tonleiter und lerne die Tipps, die ich dort in dem Video dir gebe. Die sind Gold wert. Alle Patterns, alle Varianten, mit denen wir bis hier zum hohen E alle Noten und dann in der E-Moll-Pentatonik. Plus natürlich alle Positionen der E-Moll-Tonleiter. Da kannst du wunderbar drauf zaubern. Jetzt schauen wir mal rein, was hat Judas Priest daraus gemacht. Ich weiß, meine Videos sind länger, aber betrachte das immer wieder als fundierter Einblick in das Lernen und das Spielen eines Songs. Und ich glaube, da kannst du viel mitnehmen. Und ich denke, wenn ich dir jetzt noch kurz 5 Minuten hier aus der Judas Priest Version ein bisschen was zeige, vielleicht hast du Bock, die dann auch zu spielen. Ich würde mich freuen, die ist wesentlich schneller, treibender Rock, sehr, sehr cool. Da sie schneller ist, ist sie auch in manchen Parts dann einfacher. Wir hören mal kurz rein und... Und typisch für Judas Priest ist es da, 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 da. Die Melodie hier noch und dann einfach nur. Der Riff, der hier gespielt wird. Spielen die Jungs natürlich eine Oktave tiefer. Und dann, was sie dann noch machen, sie stimmen die Gitarre einen Halbton tiefer, dann klingt das Ganze so. Ja, aber ich gehe jetzt zurück in das Normaltuning, weil das Gitarre-Profile auch im Normaltuning ist. Und was haben wir hier? Wir haben hier den Riff direkt am Anfang und der klingt so. Power Chord, typisch Metal britisch, ne? Slide und dann also E D E da da da, dann die 9-7-8, das ist ein G natürlich und dann die 7 da da da. Und jetzt hören wir uns einfach nur mal bis hierhin das an. Und dann wiederholt sich das. Und geht dann in eine Kadenz über nach unten. Und
hier ist die Pause, die muss man beachten. Ne? Die Melodie der Gitarre, so den kompletten Riff hier mal am Stück. Ich weiß, ich bin zu laut, aber ich stell euch Unterstützern natürlich und Patreons auf meiner Webseite das File dann zur Verfügung. Ich halte mich da jetzt nicht lang auf, das ist nicht schwer. So, die Version, wie ihr sehen könnt, ist echt easy von Judas Priest. Wird durchgespielt und der Hauptriff hier. Ist nur ein E, die beiden Saiten und dann Power Chord G und Power Chord A. Dann haben wir dieses Motiv hier bei Judas Priest. Oh. Bisschen Metal, mehr nach Metal der Sound. Und dann wieder der Riff natürlich. Hier dann. Wenn ihr jetzt durchguckt durch das File hier, dann könnt ihr sehen, das war es auch schon, was die Begleitung angeht. Was cool ist, sind dann nochmal die Gitarren-Solos. Ich blende jetzt mal hier die Notation aus, sodass wir dann wirklich hier nur das Gitarren-Solo sehen. Und hier kann man einiges lernen. Wir sind hier in E-Moll natürlich. Und das Solo ist typisch Judas Priest. Und dann die Leaks, meine, das kann man natürlich alles lernen. Das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, wenn ich das auch noch alles machen würde. Aber die und das, wenn das nicht ein geiler Leak ist, dann weiß ich nicht, ne? Und hier dann lässt das nochmal quietschen. Sehr, sehr coole Licks. Und in dem zweiten Gitarren-Solo, hier schon Takt 69, dann haben wir richtig schnelle, typische Judas Priest-Licks. Na, dieses... Und auch da halte ich mich nicht länger auf, aber ich lasse euch kurz reinhören. Dieses. Das ist wirklich sehr, sehr schnell gepickt. Und das kannst du relativ frei dann auch spielen. Ich meine, ganz genau kann man das nicht nachspielen. Und dann hier so die typischen. Typischen Läufe hier in der E-Moll-Pentatonik. Auch da halten wir es nicht länger auf. So, das
war auch kurz ein Einblick in die Judas Priest Version, die nicht mal halb so schwer ist wie die Originalversion von Peter Green. So, ihr Lieben, das war mein Tutorial zu The Green Manalishi. Ich würde mich freuen, wenn du es noch nicht bist, wenn du Unterstützer meiner Arbeit hier werden würdest. Das wäre ganz, ganz toll. Du kannst dich für ganz kleine Beiträge schon auf meiner Webseite als Unterstützer anmelden. Dann bekommst du natürlich auch die ganzen Files von mir und das ganze Material auch meiner ganzen Kurse. Und ich denke, das ist ein Mehrwert, der fantastisch ist für die Arbeit, die ich hier dir im Grunde genommen alles vorgegeben habe. Ja? Kannst mich auch auf Patreon unterstützen, wenn du möchtest. Du hast die Wahl auf beiden Seiten. Auf meiner Website jedoch ist alles sehr, sehr einfach gestaltet und natürlich alles in Deutsch. Herzlichen Dank und es würde mich freuen, wenn du natürlich eine nette Bewertung, einen schönen Kommentar, natürlich interessiert es mich, wie gefällt dir so eine Nummer? Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich finde, sie macht eine extrem tolle Stimmung und ist der heutigen Musik ja immer noch weit, weit voraus, was die Atmosphäre und die Qualität angeht. Und ich würde mich freuen, auch von dir zu hören, was du, ob du Peter Green auch kennst, außer seinem Riesenhit Got a Black Magic Woman und Need Your Love So Bad hat er noch sehr, sehr, sehr gute Musik geschrieben. Und nicht umsonst er ist letztes Jahr verstorben, war er mit Eric Clapton zusammen mit das Geilste, was es an britischem Blues je gegeben hat. In diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Spaß mit dem Song und ich freue mich, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Dann hoffe ich wieder live. Also heute war das eine Aufzeichnung, weil der Livestream, weil YouTube heute Probleme hatte mit dem Upload. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.